Angenommen, du spielst jahrelang auf der falschen Position und bemerkst dann irgendwann, shit, hätte ich auf dieser Position, welche besser zu mir gepasst hätte, gespielt, dann hätte ich 2, 3 oder 4 Ligen höher spielen können. Das ist dann wirklich frustrierend. Und diesen Moment möchten wir dir ersparen, genau mit diesem Video. Hey Champ, in diesem Video lernst du, wie du die perfekte Position für dich findest. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Fußballkarriere. In unseren Coachings haben wir da selbst schon Geschichten erlebt, dass Spieler komplett falsch eingesetzt wurden. Dann haben wir das in den Coachings herausgefunden. Die Spieler sind auf den Trainer zugegangen und konnten so eine Lösung finden, wurden dann endlich auf der richtigen Position eingesetzt, wo auch wirklich die Stärken dazu gepasst haben. Und dann sind sie so richtig durchgestartet. Und diese Erfolgsgeschichten machten uns einfach sehr, sehr klar, dass die richtige Position für den Spieler einfach unerlässlich ist. Das ist etwas vom Wichtigsten, was du herausfinden musst. Weil sonst baust du die ganze Karriere quasi auf einer falschen Grundlage auf und das wird schlussendlich deine Karriere zerstören. Um deine perfekte Position herauszufinden, musst du mal einen Schritt vorher machen, nämlich da deine Stärken herausfinden, um dich dann fragen zu können, welche Position passt zu diesen Stärken, die ich in mir habe. Weil es würde keinen Sinn machen, das umgekehrt zu machen. Zuerst die Position herauszusuchen, um dann irgendwann festzustellen, dass du einfach nicht die Fähigkeiten dazu hast. Also arbeite auch hier zuerst mit deinen Stärken, um deine Stärken wirklich zu Waffen zu machen und da wird sich die perfekte Position ergeben. Schau vielleicht auch mal, welche Spieler so ähnliche Spielertypen sind wie du. Da kannst du auch ganz oben mal schauen. Welche Spieler haben einen ähnlichen Spielstil wie ich? Und auf welchen Positionen spielen diese Spieler? Dies kann dir Aufschluss geben, auf welche Position du perfekt passen könntest. Wenn du gemeinsam mit uns herausfinden möchtest, welche Position perfekt zu dir passt, dann kannst du sehr gerne unten in der Videobeschreibung mal schauen, weil wir haben das schon mit einigen Spielern genauso gemacht. Mit ihnen die perfekte Position herausgefunden und da richtige Erfolgsstories kreieren können. Wenn es dir gefällt, wie wir mit den Spielern arbeiten, darfst du dich sehr gerne für ein kostenloses Erstgespräch bewerben und dann schauen wir, ob und wie wir dich weiterbringen können. Yes, jetzt weißt du schon mal, wie wichtig die Position für dich und deine Fußballkarriere ist. Ein weiterer wichtiger Tipp, den du für dich mal anwenden kannst, damit du auch die richtige Position für dich findest, schau dir mal deine Erfolge aus der Vergangenheit an. Was waren die wichtigsten Dinge, die du bisher in deiner Karriere erreicht hast? Beziehungsweise, was waren die größten Erfolge, die du hattest in deiner Karriere bisher? Wenn du das hast, dann frag dich mal, wie sind diese Erfolge zustande gekommen? Ja, wenn du merkst, dass du in der vergangenen Zeit oftmals bei Turnieren der Torjäger warst, Torschützenkönig warst und mittlerweile irgendwo in der Außenverteidigerposition spielst, dann ist da sehr wahrscheinlich ein verstecktes Talent bei dir, was wieder gefördert werden darf. Andersrum, wenn du vielleicht damals ihr oftmals erfolgreich wart, weil du so überragend verteidigt hast und du aber aktuell irgendwo auf der Außenbahn spielst, ist wahrscheinlich auch deine Waffe nicht wirklich optimal eingesetzt. Das kann wirklich sehr entscheidend sein für dich und deine Karriere. Zum Abschluss ist auch noch wichtig zu sagen, wenn du deine Position herausgefunden hast, warte nicht darauf, dass irgendjemand zu dir kommt und sagt, oh, ja, wir wechseln dich mal jetzt da ein. Das kann natürlich auch funktionieren. Kann ein guter Zufall sein, ja, funktioniert auch mal. Ich möchte dir gerne mitgeben, dass du, wenn du deine Position herausgefunden hast, auch aktiv das Gespräch suchen solltest mit deinem Trainer und deinem Trainer mitgibst, warum du genau auf diese Position gehörst und wie du der Mannschaft genau auf dieser Position bestmöglich helfen kannst. Das hilft der ganzen Mannschaft, das hilft dir selbst und es wird auch dem Trainer helfen. Also optimale Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Nutzt das für dich. Also Chan, das Wichtigste ist jetzt in die Umsetzung zu kommen. Dafür empfehle ich dir auch mal diesen Kanal zu abonnieren, dass du dir hier optimale Inputs holen kannst, die du für dich umsetzen kannst. Also klicke auf Abonnieren und gönn dir auch die anderen Videos hier auf diesem Kanal.
So, jetzt habe ich noch etwas weiteres für dich und zwar hier links oben findest du unser letztes Video Mentale Hacks, um Fußballprofi zu werden, auch sehr, sehr spannend für dich. Oder hier links unten ein weiteres Video, was dir hilft, bestmöglich in deiner Karriere voranzukommen. Und du weißt, ein wahrer Champion, der entsteht im Kopf.